Wer sehr aktiv von Transparenzgesetzen Nutzen macht, ist mein Kollege Arne Semsrott. Er ist gebürtiger Hamburger. Ich habe gestern gelesen, er hat das Hamburger Transparenzgesetz auf netzpolitik.org mal ausführlich kommentiert und leitet bei der OKFN den Informationsfreiheitsbereich und hat, ja genau, glaube ich, ist auch ein bisschen Weltmeister im Klageführer sein mit im Bereich der Informationsfreiheit, und ich freue mich, dass er uns erzählt, wie die Datenbefreiung Partizipation ermöglicht. Danke. Vielen Dank, ich habe gar keine Präsentation, das sind nur meine Notizen. Ja, Klagen unter anderem gegen die Uni Hamburg, da können wir später gerne in der Pause mal drüber reden. Die Uni Hamburg möchte nämlich keine Daten rausgeben über das Sponsoring der UKE durch Pharmakonzerne zum Beispiel. Ja, moin muss ich eigentlich sagen, ich komme ja aus Hamburg ursprünglich. Ich finde es immer total schön, wieder zurückzukommen, vor allem wegen der Franzbrötchen, muss ich sagen. Jetzt auf dem Weg vom Hauptbahnhof hierher habe ich 4 Franzbrötchen gegessen. Ja, Applaus, ja, danke. Ja. Ja, wir sind nicht nur in der Hauptstadt der Franzbrötchen, sondern auch in der Hauptstadt der Transparenz, oder vielleicht spezifizieren wir das ein bisschen, der Hauptstadt des Transparenzgesetzes. Das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Transparenz ist ja ein wirklich sehr interessanter Topos. Wenn man sich so anschaut, was es für Reden zu Transparenz gibt, dann sieht man, es finden eigentlich wirklich alle toll. Von links bis rechts, von oben bis unten, alle möglichen Reden, die man hört zu diesem Thema, da hört man, Transparenz hilft uns allen, ist toll, müssen wir weiterentwickeln. Und ich glaube, weil sich da alle so einig sind, ist es da auch total sinnvoll, ein bisschen hinter die Reden zu schauen und tatsächlich zu schauen, wie sieht denn die Praxis aus, mal dann tatsächlich zu schauen, okay, was folgt denn daraus, dass alle Transparenz so toll finden? Und unser Blick auf Transparenz ist vor allem ein Blick, der sich anschaut, wie hilft denn Transparenz der Demokratie, wie hilft Transparenz demokratischen Prozessen, wie kann man Transparenz nutzen, damit Bürgerinnen und Bürger mehr Einfluss haben auf Politik, dass sie besser mitentscheiden, mitgestalten können. Und da sind wir ganz schnell in einer größeren Diskussion über die Demokratie drin und die Frage, wie sie sich wandeln müssen. Wenn wir uns die letzten Jahre ansehen, dann gibt es einen enormen Druck auf die Demokratie, sich weiterzuentwickeln, und zwar aus verschiedenen Richtungen. Da haben wir zum einen eine Partei, die ja, mit Faschisten durchsetzt ist, die in das Parlament reingewählt wird vielerorts und die einen enormen Druck macht auf die Demokratie. Und dann haben wir aus einer anderen Sicht und nicht der anderen Seite, aber einer sehr anderen Sicht sehr viele junge Bewegungen, die sagen, die Antworten, die ihr gebt auf die Klimakrise, die reichen nicht, und die Art, wie mit der Klimakrise umgegangen wird, die reicht so nicht. Wir brauchen eine andere Form, tatsächlich demokratisch zu handeln und zu anderen Ergebnissen zu kommen. Und vielleicht ist es keine so gute Idee, ein Kreuzfahrtterminal mitten in der Stadt zu haben zum Beispiel. Und um diese Demokratie zu ändern, um den demokratischen Prozess tatsächlich zukunftsfähig zu machen und mit den Fragen, den sehr drängenden Fragen der Zukunft umgehen zu können, muss sie sich, glaube ich, wandeln, und alte Rollenbilder müssen aufgebrochen werden. Und das betrifft ganz viele verschiedene Akteure der Gesellschaft und natürlich auch Politik und Verwaltung. Dieses alte Rollenbild von der Verwaltung, die Weisheit für sich gepachtet hat und ganz allein entscheiden kann, die ist natürlich nicht mehr aktuell. Und Frau Günther hatte das angesprochen. Gerade bei großen Bauplanungen ist die Verwaltung schon sehr gut beraten, nicht mehr alleine zu entscheiden. Alleine schon, weil es dann vielleicht in so einem Baudesaster endet wie 100 Meter hier davon entfernt. Aber auch zum Beispiel Medien, Journalistinnen haben ihre traditionelle Rolle als Gatekeeper verloren und sind nicht mehr die Einzigen, die entscheiden, welche Informationen tatsächlich groß diskutiert werden, worüber wir reden, was Probleme sind und was nicht, sondern sie haben eine ganz andere Funktion des Einordnens, des Sortierens, des Erklärens bekommen. Und auch Bürgerinnen und Bürger haben ihre ursprüngliche Rolle in der Demokratie nicht mehr so wie ursprünglich, sind nicht mehr nur die Wählerinnen, die alle 4 Jahre ein Kreuz machen und dann hoffen, dass die Versprechen, die gegeben wurden, dann auch so umgesetzt werden. Und all diese wandelnden Rollen haben ganz zentral mit Informationen zu tun, und zwar mit dem Zugang zu Informationen. Die Schlüsselfrage ist, wer hat den Zugang zu zentral wichtigen Informationen dieser Gesellschaft?
Und wenn dieser Zugang nicht für alle gleich gegeben ist, dann haben wir ein strukturelles Ungleichgewicht, dann haben wir ein Machtungleichgewicht. Wenn zum Beispiel die Verwaltung mehr weiß als die Bürgerin, dann hat sie ganz grundsätzlich einen Vorsprung und man kann nicht auf Augenhöhe reden. Das heißt, wenn wir über Transparenz reden, wenn wir über Offenheit reden und damit dann zusammenhängt mit Partizipation, dann sind Zugang zu Informationen der ganz entscheidende Punkt. Und Transparenz, das ist viel mehr als einfach nur Daten zu veröffentlichen. Also einfach nur zu sagen, ja, wir haben es ja irgendwo online, viel Glück damit, das reicht nicht. Die Informationen, die müssen auch gefunden werden, da haben Sie ja auch drüber gesprochen, das ist ein ganz zentraler Punkt. Sie müssen aber auch so gestaltet sein, dass man tatsächlich damit was anfangen kann, dass sie also in Formaten zum Beispiel vorliegen, dass man sie direkt weiterverwenden kann. Und da kommt dann dieses Themenfeld von Open Data rein. Aber noch einen Punkt gibt es da, und zwar die Daten müssen auch verständlich sein. Man muss mit diesen Informationen auch tatsächlich was anfangen können. Und wenn wir einen Bundesinnenminister haben, der sagt, er gestaltet Gesetze absichtlich so, dass sie möglichst wenig Menschen verstehen, dann kann er sich formell vielleicht darauf zurückziehen, dass ja die Gesetze online zu finden sind, dass also dieser Transparenzgedanke so aus dem ersten Schritt erfüllt wurde, aber tatsächlich im letzten Schritt immer noch das dann so gestaltet wird, dass Mitbestimmung nicht möglich ist. Und jetzt sind wir hier in der Stadt, die mit dem Transparenzgesetz den ersten Schritt in Richtung von einer fortschrittlichen Verwaltung, fortschrittlichen Politik in diesem Bereich vollzogen hat. Und wir haben nicht nur dieses Gesetz, sondern wir haben tatsächlich auch eine Evaluation. Das ist ja wirklich schön hier in Hamburg. Nach 5 Jahren wurde eine Evaluation der bisherigen Erfolge und vielleicht auch Probleme dieses Gesetzes erstellt. Und auf der Grundlage können wir ganz gut beurteilen, wie jetzt die nächsten Schritte sein werden. Frau Günther hat es angesprochen, der nächste Schritt des Transparenzgesetzes ist jetzt eine Reform. Und während Frau Günther sich auf die positiven Seiten dieser Reform konzentriert hat, mache ich mal den anderen Schwenk. Wir haben nämlich in diesem Gesetzentwurf, glaube ich, wirklich gravierende Probleme, die tatsächlich die Art, wie Transparenz gelebt werden wird, in der Stadt untergraben können. Und ich will 2 Beispiele dafür nennen. Das eine dreht sich tatsächlich um Datenschutz. Wenn man in Zukunft eine Anfrage stellen will, gibt es in diesem Entwurf einen Paragraphen, der sagt, dass man nicht nur den Namen, sondern auch die Anschrift angeben muss, die Postanschrift. Das ist jetzt erstmal von der Bearbeitung für die Verwaltung wirklich nichts, was die Verwaltung haben muss. Um einen Antrag zu bearbeiten, braucht man die Adresse vom Antragsteller nicht. Das geht aber noch weiter. Wenn Dritte, wenn also Leute, deren Daten in den angefragten Daten vorhanden sind, wenn Dritte betroffen sind, dann haben die das Recht, Name und Antragsstelleradresse auch zu erhalten. Also mal ganz konkret, ich bin Journalist, Journalistin, ich recherchiere zu einem Thema, was vielleicht um Korruption geht. Ich stelle eine Anfrage zur Stadt und frage nach Zuwendung an eine Person, die vielleicht mit Korruption zu tun hat. Dann hat diese dritte Person nach dem Gesetz das Recht, Name und Anschrift von mir zu erfahren. Und das ist ein Riesenproblem. Aus einem sehr, sehr konkreten Grund, also natürlich kann man sich viele Szenarien vorstellen, aber wir haben einen sehr konkreten Grund, warum das ein Problem ist, und das ist die Slowakei. Da wurde letztes Jahr ein Journalist, Jan Kuciak, ermordet, der eine Anfrage nach dem dortigen Informationsfreiheitsgesetz gestellt hatte an eine Behörde. Und die Behörde hat dann, da ging es um Korruption, diese Daten von ihm, Name und Adresse, weitergeleitet an die Leute, die es betroffen hat. Die haben seine Adresse erfahren und er wurde ermordet. Und jetzt kann man sagen, Slowakei, andere politische Situation, das hat mit uns nichts zu tun. Aber wir sind nun auch in einem Land, wo vor ein paar Monaten ein Politiker ermordet wurde, und ich glaube, wir können uns nicht darauf zurückziehen, dass bei uns schon so eine Gefahr nicht besteht, sondern wir müssen wirklich ganz grundsätzlich nach dem Prinzip verfahren, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen, und wenn es der Verwaltung nichts bringt, solche Daten zu erheben, dann sollte sie das auch wirklich nicht tun. Das ist der eine Teil dieses Gesetzes, der wirklich problematisch ist. Der andere, den kennen wir schon aus solchen Prozessen. Es gibt so einzelne kleine Ausnahmen, hier und da. Wer ist ausgenommen zum Beispiel vom Gesetz? Das Landesamt für Verfassungsschutz. Ist ein Klassiker, ist aber auch ein Riesenproblem, gerade im Nachgang zum NSU-Skandal,
wenn das Signal an die Öffentlichkeit ist, wir haben hier eine Behörde, die steht außerhalb dieser demokratischen Transparenzpflichten, die muss ganz grundsätzlich keine Auskunft geben. Natürlich sind Sicherheitsinteressen schützenswert. Natürlich müsste der Verfassungsschutz auch nicht alles rausgeben, wenn er Teil dieses Gesetzes wäre. Aber ganz grundsätzlich zu sagen, der ist raus, das ist ein Riesenproblem. Das betrifft nicht nur den Verfassungsschutz, sondern auch den NDR. Der NDR ist auch von diesem Gesetz ausgeschlossen. Das ist ja noch mal ein bisschen schwieriger, weil eine mehr Landesbehörde. Aber ich als Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks habe ein Wahnsinnsproblem, wenn sich so eine Behörde oder naja, wie der NDR halt tatsächlich darauf zurückzieht, zu sagen, wir haben damit nichts zu tun, wir müssen nicht transparent sein. Und wenn wir tatsächlich an progressive Regelungen in diesem Bereich denken, dann glaube ich, müsste auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter so ein Gesetz fallen. Wenn man sich so ein bisschen durch diesen Entwurf durchscrollt, sieht man noch so andere kleine Ausnahmen. Da sieht man die Kassenärztliche Vereinigung, die rausfällt. Schulen und Prüfungseinrichtungen sollen in Zukunft in Bezug auf einen bestimmten Bereich keine Auskunft geben mehr müssen. Investitions- und Förderbank soll rausfallen. Und da kann man richtig sehen, wie so einzelne kleine Partikularinteressen sich durchgesetzt haben. Und das ist ein Riesenproblem, weil signalisiert wird an die Öffentlichkeit, ja, grundsätzlich finden wir Transparenz gut, aber lalalala in diesen Punkten nicht. Und das Prinzip dahinter, das kennt man eigentlich aus einem anderen Bereich, nämlich aus dem Bereich der Windräder. NIMBY, not in my backyard, also nicht in meinem Hinterhof. Windräder finden alle super, ja, wir wollen mehr erneuerbare Energien, aber bitte nicht bei mir. Und das sehen wir ganz viel eben auch bei öffentlichen Einrichtungen, dass gesagt wird, Transparenz, ganz tolle Sache, aber wir, bei uns ist halt noch mal schwieriger. Und dann wird dafür lobbyiert, sich selbst auszunehmen aus so einem Bereich. Und ich glaube, dass das wirklich keine zukunftsfähige Art ist, mit diesem Thema umzugehen. Ich glaube, wenn man Transparenz will, dann muss das auch wirklich für alle Teile der öffentlichen Verwaltung gelten. Und ich glaube tatsächlich, in Bezug auf die Klimakrise und die Herausforderung, dürfte man da eigentlich nicht aufhören, sondern man müsste überlegen, was kann man denn eigentlich für Transparenzpflichten noch etablieren, um tatsächlich da einen Wandel herbeizuführen. Und ich glaube, da sollten wir eigentlich gar nicht aufhören bei nur öffentlichen Einrichtungen, sondern ich glaube, dass zum Beispiel auch private Unternehmen, die einen großen Anteil haben an der Klimakrise, eigentlich auskunftspflichtig werden müssten gegenüber der Öffentlichkeit. Wir haben ja solche Auskunftsrechte gegenüber Privaten schon im Bereich der Daten, der personenbezogenen Daten, Stichwort DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen, das eigentlich auch im Umweltbereich zu etablieren. Und ich glaube, das ist eigentlich die Richtung, in die es gehen müsste. Und zu sehen, dass jetzt der Entwurf für ein Transparenzgesetz in Hamburg darauf keine Antworten findet, ist schade. Aber das Tolle ist ja, dieser Gesetzentwurf, der ist noch im parlamentarischen Prozess, das heißt, den kann man auch noch anpacken und man kann auch heute noch ein bisschen darüber reden, deswegen ist das ja ein Forum, deswegen freue ich mich, dass wir hier alle zusammengekommen sind und darüber diskutieren können und ich wünsche uns allen einen schönen und sehr fruchtvollen Tag. Dankeschön. Du bist noch nicht befreit, du musst, glaube ich, es gibt Q&A, ja. Ich habe hier das rote Mikrofon schon in der Hand. Publikum an Arne, Arne an Publikum. Gibt es Fragen? Ich komme zu euch gelaufen. Falls nicht, auch okay. Oder doch, eine. Leider nochmal. Ein Punkt, der überhaupt noch nicht erwähnt wurde, finde ich, der aber immer wichtiger ist, ist die Qualität. Also es wurde als Stichwort schon mal erwähnt. Aber das Problem im Moment, diese ganzen Datenportale oder Transparenzgeschichten, das ist eine Einwegstraße. Die Administration veröffentlicht Daten, fertig. So, wenn jetzt da Fehler drin sind, wenn da Probleme mit den Daten sind, es gibt keinen Rückkanal, es gibt keine Möglichkeit zu fragen, ja, hier könnt ihr das nicht irgendwie anders formatieren, die Daten stimmen hier nicht, könnt ihr die verbessern oder so. Ich habe das versucht mit Haushaltsdaten und bin immer gegen Wände gelaufen. Es ist nicht möglich, wird verwiesen, ach, dafür ist die Finanzbehörde zuständig, da haben wir nichts mehr zu tun und solche Sachen. Es ist halt, da gibt es keinen Prozess. Also wenn, dann muss es einen Rückkanal geben, der sagt, wir müssen Feedback einholen können für Daten und die kontinuierlich verbessern, weil einfach so aus dem Nichts ohne Anwendung kann man die auch nicht verbessern. Was war die Frage, ob ich das auch so sehe? Ne? Ja, sehe ich auch so. Ja. Bitte.
Ja, ich habe an die Vorrednerin eine Frage, die aber wohl nicht zu Fragen Stellung nehmen wollte, deswegen frage ich jetzt Sie. Und zwar, mein Name ist Irene Schwier, zivilgesellschaftliches Engagement, auch in Sachen Datenschutz. Es ist ja auch sehr schön, dass die Sachen jetzt transparent sind und so viel Information transparent geworden ist. Aber wie sehen denn eigentlich die Randbedingungen der Veröffentlichungspflicht aus? Welche diskreten Rechtsnormen, ganz diskreten, konkreten Rechtsnormen für die Randbedingungen der Veröffentlichungspflicht, die wüsste ich gerne einmal. Wann muss etwas veröffentlicht werden, wann nicht? Und wie ist es eigentlich mit dem Sanktionskatalog, wenn Dinge nicht, wenn Verwaltungen sich nicht daran halten? Gibt es da einen Sanktionskatalog? Wie läuft das eigentlich? Ich habe auch leider mit Ihrem Portal nicht immer so gute Erfahrungen gemacht. Es ist die Saga inzwischen Teil derer Verwaltungen, die etwas transparent machen müssen? Ja, okay. Und warum muss man, also ich habe jetzt aufgehört, über Sie zu fragen, warum gibt es nur Facebook als Portal? Ich mag Facebook nicht so gern. Das waren eine Menge Fragen, die auch nicht alle unbedingt, glaube ich, an mich gerichtet sind. Facebook finde ich auch nicht gut. Also vielleicht zur Erklärung nochmal, das Portal, auf das sich gerade bezogen wurde, ist Fragt den Staat. Wir ermöglichen es, also fragtdenstaat.de, wir ermöglichen es möglichst vielen Leuten, diese Informationsrechte, die sie haben, zum Beispiel nach dem Transparenzgesetz, aber auch nach anderen Auskunftsrechten in ganz Deutschland zu bekommen. Es ist eine Behördendatenbank, man kann eine Anfrage stellen und dann kriegt man hoffentlich die Antwort innerhalb der gesetzlichen Frist. Interessant ist tatsächlich die Frage der Sanktionen in dem Zusammenhang. Eine wirkliche Möglichkeit zu sanktionieren gibt es in diesem Bereich eigentlich nicht. Das heißt, wenn eine Information nicht veröffentlicht wird zum Beispiel, kann man sie halt nochmal extra anfragen und dann kann man in den normalen Verwaltungsprozess gehen. Aber zum Beispiel eine Sanktionierung gibt es nach dem Gesetz nicht. Das versuchen wir ein bisschen anders zu machen in Berlin. Da haben wir nämlich jetzt nach dem Vorbild von Hamburg aber darüber hinausgehend ein Gesetzentwurf für ein Transparenzgesetz gerade in die Volksgesetzgebung gegeben. Also wir haben jetzt schon knapp 30.000 Unterschriften in Berlin gesammelt, damit es dort ein noch besseres Transparenzgesetz gibt. Und da versuchen wir tatsächlich so ein bisschen eine Sanktionspflicht mit reinzunehmen. Das ist aber leider wahnsinnig schwierig. Und vielleicht können wir die anderen Sachen gleich dann in der Pause mit mehr Leuten besprechen. Mein Name ist Dagmar Hirche, ich komme vom Verein Wege aus der Einsamkeit e.V. Was mich interessiert, wir sind ja hier die, die sich dafür interessieren. Aber wie erreichen wir eigentlich die Menschen, die gar nicht wissen, dass es das gibt und dass sie die Möglichkeit haben, dort nachzuschauen? Also wir bewegen uns ja immer in so einer Blase. Man trifft sich, aber wenn man draußen mal rumfragt, ist das Wissen darüber relativ bis gar nicht vorhanden. Und da ist meine Frage, was können wir alle tun, damit wir viel mehr Bürger erreichen, damit sie über dieses Transparenzgesetz überhaupt Bescheid wissen? Mhm. Super Frage, auch ein super Problem, das wir die ganze Zeit immer haben. Ich glaube, das eine ist auf jeden Fall die Ebene des Gesetzes. Ich fände ja so einen Satz sehr schön, dass die Behörden verpflichtet sind, prominent auf ihren Webseiten auf dieses Gesetz hinzuweisen und die Auskunftsmöglichkeiten. Das könnte man machen. Ich glaube, dass die Nutzung von Journalistinnen in dem Bereich noch viel zu gering ist, die also nicht nur diese Auskunftsrechte nutzen, nicht nur informell nachfragen bei der Pressestelle, sondern tatsächlich einen richtigen Antrag stellen, Informationen sich holen und dann vor allem auch darauf hinweisen. Das passiert ganz häufig nicht. Also im Spiegel wird man häufig irgendwelche Geschichten finden. Da steht dann nach einem Dokument, das dem Spiegel vorliegt und das klingt dann ganz geheim. Das sind dann aber eigentlich offizielle Anfragen und da könnte man dann auch sagen, nach welcher gesetzlichen Grundlage man das bekommen hat. Und dann, das ist zumindest unser Ansatz, versuchen wir über Kampagnen sehr spezifisch bestimmte Themenbereiche anzusprechen. Wir machen gerade eine Kampagne zum Beispiel, die heißt Top Secret. Da geht es um Hygienekontrollberichte von Restaurants und Cafés. Und wir haben ein Portal zusammen mit Foodwatch ins Leben gerufen, wo man im Prinzip wie bei Google Maps sich einzelne Restaurants anklicken kann, dann mit einem Klick den letzten und die letzten beiden Hygienekontrollberichte bei der zuständigen Behörde anfragen kann. Wenn wir diese Beispiele haben, was das denn konkret bedeutet, mehr Transparenz, dass ich dann tatsächlich wissen kann, wie sauber ist es denn in meinem Lieblingsrestaurant oder dem Imbiss um die Ecke, dann glaube ich, haben wir einen Schritt voran und
Das ist schon in dieser Diskussion, da stimme ich auf jeden Fall zu, ein großes Problem, wenn wir über so ein Metathema reden, Transparenz und Informationsfreiheit ist wichtig, dann ist das, glaube ich, oft nicht konkret genug und dann muss man viel in die Beispiele ran. Dankeschön. Oliver Rack, Open Government Netzwerk. Es ist keine Frage, sondern eine steile These, die ich in den Raum stellen will. Wer sagt uns, dass eben die Medien, die Journalisten nicht ausgeschlossen davon sind, dass sich einfach Privilegien komplett verändern? Und eben, also mich wundert es sehr, dass aus dem Bereich des Journalismus so wenig eigentlich auf diese Themen hingewiesen wird und auf die Quellen und oder auf die neuen Möglichkeiten. Und weil das würde uns natürlich sehr stark unterstützen, das ist ganz klar. Also das hast du gut, ganz klar ja auch diagnostiziert. Und da wir ja hier in der Medienstadt sind, will ich es mal gerade in Hamburg loswerden. Aber mich beschäftigt das schon die ganze Zeit. Danke. Ich sage trotzdem was zu, auch wenn es keine Frage war, okay. Genau, der Spiegel, habe ich mich gerade erinnert, der sitzt ja hier ein bisschen. Der ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, warum das teilweise nicht so gern gesehen wird. Wenn man privilegierte Zugänge hat zu bestimmten Leuten in der Verwaltung oder auch Politik, dann ist das so ein exklusiver Zugang, der natürlich durch mehr Transparenz des Staates so ein bisschen abbröckelt. Und das bedroht, glaube ich, zumindest in einzelnen Fällen durchaus auch Journalistinnen in ihrer Arbeitsweise. Und deswegen glaube ich, dass sie neue Wege finden müssen, damit umzugehen. Also zum Beispiel mehr zu kollaborieren mit den eigenen Leserinnen und Lesern, mehr tatsächlich auch Hinweise und Ergebnisse aus Anfragen aufzunehmen, die von anderen kommen. Das bedeutet aber auch, dass man die dann crediten muss, also tatsächlich sagen muss, wo man so etwas her hat. Und das ist, glaube ich, häufig noch nicht so in dem normalen Arbeitsrhythmus drin. Und wir zumindest versuchen, da dran zu arbeiten, dass sich das ein bisschen ändert und machen dann solche Vorgaben, wenn wir kooperieren mit Medien. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann nochmal ganz herzlichen Dank an Arne für die kenntnisreiche Beantwortung aller Fragen.